Okay, wir sind soweit. Wir können anfangen. Ups, sind wir schon auf Sendung? Gar nichts mitbekommen. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Das ist ganz oft unser Alltag, oder? Wir haben so viel um die Ohren, wir haben so viel auf den Ohren, so viele Stimmen, die auf uns einsprechen und einwirken, dass wir schlicht und einfach taub sind für Gott. Wir können ihn nicht hören. Wir nehmen seine Botschaft nicht mehr wahr. Henry Nouwen sagt einmal: Beten schafft Raum für die Stimme Gottes, die dir sagt, dass du der Geliebte bist. Boah, tut das gut, zu wissen, man ist geliebt von höchster Instanz. Weg also mit dem, was auf uns eindringt, was uns die Ohren tot macht. Wir möchten Sie gerne mitnehmen zu Martin Luther. Er hatte ja auch große Probleme, Gott zu hören. Er hatte zu viel Angst vor ihm. Zu viele Stimmen verzerrten sein Gottesbild. Wir nehmen Sie heute mit nach Rom auf Spurensuche und wir begegnen dort einem interessanten Menschen, dem Pfarrer Jens Martin Kruse, der in Rom die deutsche evangelische Christuskirchengemeinde leitet. Freuen Sie sich auf den Gottesdienst, freuen Sie sich auf das, was Gott uns zusagen möchte. In diesem Sinne feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, spüren und entdecken in der Galerie des Lebens. Schönheit, Anmut, Eleganz, voller Zartheit, voller Glanz in der Galerie des Lebens. Sinneswandel auf der Spur des Lebens. So viel Ohren, Schmaus und Augen weiden, liegen in der Luft und alle beide reizen, reizvoll reizen meine Sinne. So viel Wohlgeruch und Götterspeise, wunderbar auf ihre Art und Weise, reizen, lieblich reizen meine Sinne. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, spüren und entdecken in der Galerie des Lebens. Schönheit, Anmut, Eleganz, voller Zartheit, voller Glanz in der Galerie des Lebens. Sinneswandel auf der Spur des Lebens. Sinneswandel in der Galerie des Lebens. Ich lade Sie ein, dass wir zusammen beten mit Worten aus Psalm 4. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dies ist dein Tag. Du hast mit deinem mächtigen Wort gesagt, es werde Licht, und das Werk der Schöpfung hat begonnen. Wir bitten dich, beginne auch in uns,
ganz neu dein Werk, dass dein Licht alle Finsternis in uns vertreibe. Jesus Christus, dies ist dein Tag, Auferstandener, begegne uns, bring uns zum Leben. Alles, was tot ist, lass es auferstehen, wenn es dein Wille ist. Amen. Nicht nur Martin Luther hat den Weg hierher gefunden nach Rom, sondern auch Dr. Jens Martin Kruse. Er ist Pfarrer und leitet die Evangelische Christusgemeinde hier in Rom. Ich freue mich riesig, dass wir bei ihm sein können, auch wenn es gerade draußen 33 Grad heiß ist und auch in der Kirche es nicht viel kühler ist. Herzlichen Dank, dass Sie uns empfangen, Herr Kruse. Sehr gerne. Wie kommen auf die Idee, da Pfarrer zu werden, wo andere Urlaub machen? Nicht nur aus diesem Grund. Natürlich, aber auch deshalb. Also Lebensqualität ist natürlich in Rom sehr hoch und sehr angenehm, wo andere eben Urlaub machen. Aber vor allen Dingen, weil es hier eine ganz lebendige, fröhliche und sehr schöne kleine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde gibt. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung jeden Tag, aber auch eine große Freude, mit diesen Menschen zusammen, ausgerechnet in Rom, evangelisch zu sein. 3 Millionen Einwohner hat Rom. Wie viel kommen davon sonntags in den Gottesdienst? Also von diesen 3 Millionen sind nur 500 evangelischen Glaubens. Mhm. Also 500 Menschen gehören zu unserer Kirchengemeinde und sind so im Schnitt zwischen 40 und 60 Gemeindemitgliedern da. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt, zumal wenn man die Verkehrssituation in Rom sich anschaut und die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, leben über ganz Rom und auf das Land Latium verteilt, sodass niemand zu Fuß kommen kann. Mhm. Und wenn dann trotzdem 40, 50 Menschen da sind am Sonntag, freue ich mich immer sehr. Und ab und zu kommt da tatsächlich der Papst hier vorbei. Wie kommt es dazu? Das stimmt. Es sind schon 3 Päpste in dieser evangelischen Kirche gewesen. Wir haben als Gemeinde schon immer und seit langer Zeit sehr gute, sehr vertrauensvolle Beziehungen in den Vatikan, zu den Bischöfen, Kardinälen und auch zu den Päpsten. Und hier in Rom gibt es eine sehr lebendige, sehr nahe, vertrauensvolle Ökumene. Und das gilt auch für die Päpste. Und gerade mit Papst Franziskus haben wir einen ausgezeichneten Kontakt, eine sehr enge und sehr vertrauensvolle Beziehung, sodass ich eines Tages den Mut gefasst hatte, ihn einzuladen. Und hat dann relativ schnell auch Ja gesagt. Und wir hatten hier am 15. November 2015 eine ganz schöne und uns alle wirklich auch beglückende Erfahrung miteinander. Wie ist es, wenn der Papst kommt? Wer ist da aufgeregter? Der evangelische Pfarrer oder der Papst vor einem evangelischen? Also ich glaube, wir sind beide aufgeregt, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Ich als evangelischer Pfarrer, den Papst zu Gast zu haben. Mhm. Der Papst natürlich auch, weil er nicht so häufig in eine evangelische Gemeinde kommt, auch gar nicht so weiß, was ihn da so erwartet. Aber wir kannten uns vorher und wir wussten auch voneinander. Und da weiß man, dass man sich auf Freunde verlassen kann. Und von daher, glaube ich, überwiegt dann bei aller Aufregung die Vorfreude. Und so genau war es dann auch von dem ersten Augenblick an, als er hier aus dem Auto stieg und wir uns begrüßten und hier in die Kirche hineinkam und die Gemeinde aufstand und klatschte voller Begeisterung und Freude, war alle Aufregung vorbei und es war einfach nur ein Fest des Glaubens. Mhm. Sie kannten auch Papst Benedikt ganz gut. Warum kennen Sie die Päpste so gut? Sind Sie ständig bei denen zu Gast?
Wir sind die einzig evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Rom in deutscher Sprache. Mhm. Und von daher sind wir sowas wie die Botschaft der evangelischen Kirche hier in Rom. Mhm. Wenn der Vatikan, die Kardinäle, die Bischöfe, die Päpste ökumenische Gottesdienste feiern, dann tun sie das mit den Ortspfarrern der anderen christlichen Kirchen, die es alle in Rom gibt. Mhm. Und das ist ein bisschen die einmalige Situation in Rom, dass da der Papst mit den ganz normalen kleinen Ortspfarrern zusammen die Ökumene lebt und feiert. Mhm. Und das ist vielleicht aber auch der Reichtum und auch die Lebendigkeit, die es hier in Rom gibt. Es gibt einfach eine viel, viel größere Nähe und viel größeres Miteinander, als man das denkt, wenn man anstatt Rom und Papst und Vatikan und Kurie denkt. Mhm. Also das ist eine ganz lebendige und, glaube ich, alle bereichernde Erfahrung im Miteinander. Mhm. Das heißt, Sie fühlen sich hier auch nicht als Minderheit mitten in dieser katholischen Überzahl? Wir sind natürlich eine Minderheit. Wir sind eine ganz, ganz kleine kirchliche Wirklichkeit in dieser sehr großen Stadt, die sehr stark durch die römisch-katholische Kirche geprägt ist. Aber wir fühlen uns nicht fremd. Wir fühlen uns willkommen und wir haben viele, viele gute ökumenische Beziehungen. Und wir haben eher das Gefühl, wir sind ein Teil des großen Orchesters. So, es gibt hier viele Streicher in allen Spielarten, aber es gibt auch viele kleine Instrumente und deren Klang braucht es im ganzen Konzert der Ökumene. Und deshalb sind wir gerne in Rom als evangelische Kirche und fühlen uns hier auch zu Hause. Mal Hand aufs Herz, als evangelischer Pfarrer und Stichwort Ökumene, würden Sie den letzten Schritt auch gehen, dass Sie so einen Papst wieder für sich anerkennen könnten und katholisch werden wollten? Oder wissen Sie, was Sie am evangelischen Glauben haben und sagen trotz Ökumene, nein, es muss so sein wie jetzt? Also Sinn und Zweck und Aufgabe der Ökumene ist es, dem zu entsprechen, was Jesus Christus uns allen Christen mit auf den Weg gegeben hat, dass alle eins sein sollen, damit die Welt glaube. Und an der Stelle, glaube ich, haben wir als Christen eine große Verantwortung und auch noch viel zu tun. Hier aus der Nähe den Papst zu sehen, zu beobachten, kennenzulernen, ist, glaube ich, auch für evangelische Christen eine sehr, sehr gute Erfahrung. Mhm. Weil man sieht, dass vieles von dem, was man an eigenen Vorurteilen oder Meinungen hat und mit sich herumträgt, nicht der Wirklichkeit entspricht. Papst Franziskus ist jemand, dem man, glaube ich, nicht absprechen kann, dass er seinen Dienst evangeliumsgemäß lebt. So, damit ist im Grunde genommen das erfüllt, was einst Luther und Melanchthon erwartet hatten, was ein Papst tun sollte. Mhm. So, und ich glaube, an der Stelle ist es gut, darüber nachzudenken, welche Form von universalkirchlichem Amt es für die Kirche Jesu Christi braucht. Mhm. So, und da ins Gespräch zu kommen miteinander, ohne auf seiner Position zu beharren oder die eigene Position als die einzig mögliche zu akzeptieren, das, glaube ich, ist wichtig. Mhm. Denn der Auftrag Jesu ist ganz klar, dass alle eins sein sollen. Mhm. Das haben wir noch nicht erreicht und ich glaube, da haben wir noch ein Stück Weg zu tun. Mhm. Und ich denke im Moment, dafür ist Rom ein ganz guter und ausgezeichneter Ort, weil hier viele sind miteinander im Gespräch und natürlich auch es viele Überlegungen gibt, wie kann das sein mit einem Papstamt, mit evangelischen Synoden. Da ist viel in der Diskussion im Moment. Und ich glaube, auch die evangelischen Kirchen müssen sich diesen Diskussionen stellen. Wie geht es Ihnen hier in Rom so weit weg von der deutschen Kirchenleitung? Freuen Sie sich auch mal wieder auf eine Zeit in Deutschland und dort in den deutschen Gemeinden? Oder sind Sie froh, dass Sie so weit weg sind von deutschen EKD-Verhältnissen? Ich freue mich auch sehr wieder darauf, in meiner Landeskirche, in der Nordkirche, als Pfarrer tätig sein zu dürfen. Mhm. Gerade auch vieles einbringen zu können, was ich hier in Rom, in der Ökumene, aber auch in der Internationalität der Kirchen lernen haben durfte. Wir haben hier die besondere Situation in Rom, dass wir sehr viel Besuch haben aus Deutschland. Also viele Kirchenleitungen, viele Bischöfinnen, Bischöfe kommen bei uns zu Gast und wir haben dadurch die Chance, sie aus der Nähe zu sehen. Mhm. Von daher sind wir zwar ein Stück weit weg, aber irgendwie auch ganz nah dran. Und das ist eigentlich eine gute Situation. Vermutlich werden Sie oft auf die Reformation angesprochen in diesem Jahr. Was haben Sie denn persönlich für eine Botschaft dann im Gepäck an die Menschen, die vielleicht aus katholischer Sicht heraus fragen, was bringt's, was hat's gebracht, was bringt's uns heute? Also für uns als kleine evangelische Minderheit in Italien ist das erste ein dankbares Staunen darüber, dass dieses Jahr 2017 uns hier ganz, ganz viele Türen geöffnet hat. Mhm. Das hat uns sehr überrascht, hat niemand von uns am 31. Dezember 2016 gedacht. Aber dieses Jahr bedeutet für uns die einmalige Chance, von uns erzählen zu dürfen. Mhm. In einem Kontext,
in dem eigentlich evangelisch sein gar nicht vorkommt. Mhm. Wir sind so eine kleine Minderheit, dass eigentlich ein normaler Italiener uns gar nicht begegnen kann in seinem Leben. Und auf einmal merken wir, wie das Fernsehen, die Medien, Kirchengemeinden aufmerksam werden auf Luther, die Reformation, neugierig sind, interessiert sind zu erfahren, wer war denn Luther, was zeichnet euch aus? Und da erzählen zu dürfen, ist, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommt. Und das versuchen wir als Gemeinde, Gemeindevorstand oder auch als Pfarrer, dann hoffentlich sehr überzeugend zu tun, indem wir erzählen, was für unseren Glauben wichtig ist. Das Thema Rechtfertigung allein aus Glauben ist auch eins, was im italienischen Kontext wichtiges ist. Mhm. Die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, miteinander als Gemeinde, dass die Pfarrer bei uns verheiratet sein dürfen und Kinder haben manchmal, ist eine Sache, die auf sehr viel Zustimmung stößt bei vielen italienischen, römisch-katholischen Gemeindemitgliedern. Mhm. Also von daher haben wir im Moment das Gefühl, es ist eigentlich Aufbruch. Mhm. Das führt zu ganz viel neuer Gemeinschaft, neuem Kennenlernen. Mhm. Und auch das verdanken wir Papst Franziskus. Also wir schwimmen sozusagen auf dieser Welle, die er mit dem gemeinsamen Gottesdienst in Lund am 31. Oktober 2016 angestoßen hat. Das ist hier in Italien sehr, sehr aufmerksam wahrgenommen worden. Und das spült uns sozusagen ein Interesse, eine Aufmerksamkeit und zum Teil auch eine Zuneigung zu, die wir von alleine nie hätten irgendwie auslösen können. Mhm. Also von daher, 2017 in Italien, total gut. Und wir laden alle Zuschauer ein, hierher zu kommen, live. Herzlich gern. Dr. Jens Martin Kruse jeden zu erleben. Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst. Und um 12 Uhr dann das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Wissen Sie eigentlich, ob der auch Fernsehen gucken darf? Ich glaube, er selber guckt seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, kein Fernsehen mehr. Das heißt, er guckt noch nicht die Stunde des Höchsten. Das ist sehr schade. Das sollte man ihm vielleicht mal empfehlen. Wenn Sie wieder bei ihm sind, richten Sie ihm Grüße von uns aus. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Kruse, dass Sie zu Gast waren bei uns. Wünsche Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen für Ihre Arbeit hier in Rom. Vielen Dank. Eine Reise nach Rom bedeutet auch eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise in die ewige Stadt. Der Sage nach wurde die Stadt am Tiber im Jahre 753 vor Christus gegründet. Rom erzählt durch seine unzähligen Denkmäler, Gebäude und Museen eindrucksvoll die Geschichte der Antike bis zur frühen Neuzeit. Weltberühmt sind die Highlights der Stadt. Das Kolosseum, der Kapitolsplatz, das Forum Romanum. Das Forum Romanum ist mehr als nur ein Marktplatz. Im antiken Rom war es das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zentrum der Stadt. Tempel, Markthallen und Denkmäler wurden dort im Laufe der Jahrhunderte errichtet. Der Petersplatz ist der religiöse Mittelpunkt der Stadt. Betritt man den Petersplatz, verlässt man italienischen Boden und tritt ein in das kleinste autonome Staatsgebiet der Erde. Der Petersplatz ist 240 Meter breit und 340 Meter lang. Der Bau des Petersdoms dauerte rund 120 Jahre. In der Basilika, die dem Apostel Petrus gewidmet ist, können 20.000 Menschen gemeinsam Gottesdienst feiern. Was Kunst und Geschichte anbelangt, so begegnen diese den Besuchern des Petersdoms in vielfältiger Weise. Acht kleinere Kuppeln gibt es neben Michelangelos Hauptkuppel zu bewundern. Das beeindruckende Werk befindet sich genau über dem Ort, an dem Petrus begraben sein soll. Der Petersdom, die größte christliche Kirche der Welt, das Herzstück des Vatikans und Ziel zahlreicher Pilger aus aller Welt.
Es war ein lang ersehnter Wunsch des noch ganz jungen Mönchs. Martin Luther wollte unbedingt einmal nach Rom, zum Papst. Dorthin, wo alles begann, was mit seiner Kirche zu tun hat. Dorthin, wo die Wiege dessen stand, was er alles glaubte, hoffte und so lieb hatte. 1505 war er in das strenge Kloster in Erfurt eingetreten. Dieser Augustinerorden zählte damals zu den strengen Klöstern, die ganz großen Wert darauf legten, dass alle Regeln und Gesetze peinlichst genau eingehalten werden. Im damaligen Deutschland war ein Streit ausgebrochen zwischen den strengen Ordensgemeinschaften und den etwas liberaleren. Und Luther sollte hier in Rom ein gutes Wort einlegen für die strengere Richtung. Es stand nämlich zur Debatte, dass die liberaleren Klöster aus der Kirche einfach verbannt werden sollten. Dann machte sich Luther also auf den Weg, 1510. Er hatte ein großes Ziel vor Augen. Er wollte nicht nur die rechtlichen Dinge klären, sondern er wollte die Gräber der Märtyrer besuchen und deren Reliquien verehren. Außerdem wollte er die Treppen nach oben erklimmen und einen Rosenkranz nach dem anderen beten. Alles in allem wollte er dadurch gestärkt ins Kloster zurückkehren. Und dafür war ihm keine Mühe zu groß. Denn die Reise fand in den Wintermonaten mit eher kurzen Tagen statt. Es galt, die Alpen zu überqueren. Von Nürnberg aus über den Brenner. Auf allen Passrouten lag Schnee. Die Überquerung war anstrengend und im Winter besonders gefährlich. Es müssen ortskundige Bergführer den richtigen Weg gewiesen haben. Es waren bis zu 3000 Höhenmeter zu überwinden und das natürlich alles zu Fuß. Und dazu kam, dass die strengen Augustinerregeln eingehalten werden mussten, ja auch auf solchen beschwerlichen Reisen. Zum Beispiel die strenge Fastenzeit bis Rom. Mussten die Abgesandten, Luther war mit einem Kollegen unterwegs, fasten. Körperliche Anstrengung und Fasten ist eine Herausforderung für jeden Menschen. Und dann kam noch dazu, dass der Winter in Italien 1510, 1511 ungewöhnlich hart war. In Rom regnete es von Ende Oktober 1510 bis Anfang Februar 1511 unaufhörlich. Tiefer Schnee lag am 2. Januar 1511 in Bologna. Und es herrschte kräftiges Schneetreiben. Es gab sogar Schneestürme. Dazu eine unerträgliche Kälte. Beim Durchqueren der lombardischen Ebene befiel die Wanderer eine heftige, fiebrige Erkrankung, von der sie sich mühsam nur erholten. An einem Tag konnten sie nur eine Meile gehen, so lesen wir in den Überlieferungen. In Florenz war Luther krankheitshalber in ein Krankenhaus eingeliefert worden, aber nichts von all dem konnte ihn abhalten. Am 25.12., ein Tag nach Heiligabend, im Jahr 1511, erreichte Martin Luther Rom. Und eine Legende besagt Folgendes. Als Martin Luther auf römischem Boden gelandet war, soll er sich auf den Boden geworfen haben und die Worte ausgerufen haben, sei gegrüßt, du heiliges Rom! Wahrhaftig heilig von den heiligen Märtyrern, von deren Blut es trieft. Neben den Gesprächen mit der päpstlichen Kommission blieb dann tatsächlich noch genug Zeit zu religiösen Übungen. Nüchterne Wallfahrten durch die 7 Pilgerkirchen Roms, das Fasten, das Lesen von Messen und schließlich auch Bußübungen. Dabei kroch Luther die sogenannte heilige Treppe am Lateranpalast auf Knien hinauf und betete auf jeder Stufe ein Vaterunser für seinen Großvater. 4 Wochen lang blieb Luther hier in Rom. Dann machte er sich auf die beschwerliche Heimreise. Er kehrte nach der Berichterstattung Mitte April 1511 nach Erfurt zurück, das er ja im Oktober 1510 verlassen hatte. Aber er war nicht mehr der gleiche Luther. Die Erlebnisse in dieser ewigen Stadt hier, die religiösen Zeremonien hatten ihn misstrauisch gemacht. Und während der dreimonatigen Wanderschaft von Rom zurück nach Erfurt
Da hatte der junge Mönch wohl auch viel Zeit, um nachzudenken, und er erkannte viel. Er erkannte, dass die Priester in Rom Geld für ihre Messen nahmen und deshalb versuchten, extra viele Messen zu halten. Also eine Befreiung der Sünden für die Menschen durch Geld möglich war. Und er selber? Er gab zwar Geld, aber er spürte nichts Befreiendes. Dabei hatte er doch so viel gegen die Schuldgefühle getan. Er hatte so um Gnade gewinselt vor Gott. Nichts, nichts hat sich verändert. Die ganzen religiösen Äußerlichkeiten, die man bis heute noch bewundern kann, nichts davon stillte damals den geistlichen Hunger von Martin Luther. Der Wunsch, Gott hier in Rom näher zu kommen, blieb ihm einfach verwehrt. Irgendwas war falsch gelaufen. Vom Treppenrutschen bekam er tiefe Wunden. Aber er erlebte keine innere Heilung und schon gar keinen inneren Frieden. Später war er sich sogar sicher, dass, Zitat, wenn es eine Hölle gäbe, Rom auf ihr stehen würde. Ich sage Ihnen ehrlich, ich persönlich gebe zu, dass jedes Mal, wenn ich hier in Rom bin und mir den Papstpalast anschaue und dann den Petersdom und die ganzen Gräber und die vielen Kirchen, boah, ich bin schon ehrlich beeindruckt. Ich bin beeindruckt davon, wie sich Religion auswirken kann. Wie sich hier in der katholischen Kirche ein festes System etabliert hat, das versucht, kirchliche und christliche Werte weltweit zu festigen und zu manifestieren. Ich bin beeindruckt davon, wie hier eine Macht entstand, Macht über Milliarden von Katholiken, von Christen auf der ganzen Welt. Und selbst wenn der Kirche oft der Wind heftig ins Gesicht weht, sich viele Menschen oftmals Veränderung wünschen in diesem System, dann scheint dieses System doch gefeit zu sein gegen alle möglichen kurzfristigen Trends und Modeerscheinungen. Ich finde, das hat schon was. Es bringt Halt. Es bringt vielen Menschen das Gefühl, dass hier ein Fundament da ist, auf das man ein Leben bauen kann. Ein System, das von ewigem Bestand ist. Und das alles natürlich im Namen Gottes. Der Stellvertreter Gottes auf Erden, der hier öfters aus dem Papstpalast ein Gebet und viel Segen vermittelt und vielen anderen von Gottes Personal, kann man viel vorwerfen. Aber es ist beeindruckend, die hier in Rom zu sehen und zu erleben. Sei es drum, Luther hat hier so etwas wie ein Schlüsselerlebnis gehabt, das ihn nachher zum erbitterten Gegner dieses römisch-katholischen Systems hat werden lassen. Hier hat er den Grund und Boden gefunden für seine Gegenrede, für seine feste Überzeugung, Gott kann man nicht finden durch Zeremonien, Kasualien und schon gar nicht durch prunkvollen Beton und monströsen Zement. Die Beziehung zu Gott lässt sich laut Luther aus vier wesentlichen Schätzen gestalten. Solus Christus, allein durch Jesus Christus. Sola Gratia, allein aus Gnade. Sola Fides, allein aus dem Glauben. Und Sola Scriptura, allein durch das Wort Gottes. Mehr brauchen wir nicht, sagt Luther. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Gnade, wir brauchen Glauben und das Wort Gottes und dann haben wir alles. Christus, weil er die Treppen zu uns runtergekommen ist und sich für uns dahingegeben hat, um unserer Schuld willen gestorben ist. Und nur er kann uns frei machen aus dem Teufelskreislauf, der uns und unsere Welt an manchen Tagen die Hölle heiß macht. Wir brauchen die Gnade, weil wir es doch nicht schaffen, uns ins rechte Licht zu rücken. Wir schaffen es nicht, an allen Fronten gegen die Widerstände und Gemeinheiten des Lebens zu kämpfen und irgendwie zurechtzukommen. Allein aus Gnade, aus liebevollem Werben und Wollen Gottes stellt er unsere Füße auf weiten Raum. Und wir brauchen den Glauben, weil er uns die Welt Gottes, das Reich Gottes und damit die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes zugänglich macht. Ohne Glauben, da sind wir auf uns angewiesen, allein auf uns.
Da kommt alles darauf an, dass wir etwas zustande bringen, dass wir etwas zurechtbringen. Aber sind wir ehrlich, wie oft gelingt uns das denn in unserer Lebensplanung, in unseren Beziehungen? Wie oft gelingt es denn, uns herauszuwinden aus Krisen, aus Schicksalsschlägen, wenn wir nur auf uns angewiesen sind? Luther sagt, Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Das, was Jesus verheißen hat, glaubt Luther. Und deshalb widersetzt er sich allem hier in Rom zum Trotz und nachher Gott sei Dank auch in Deutschland. Es sind eben doch Gottes Kräfte, die zum Wirken und zum Tragen kommen und nicht unsere Kraft allein. Und, sagt Martin Luther, wir brauchen das Wort Gottes. Sola Scriptura. Weil wir persönlich zwar einen großen Wortschatz und eine große Klappe besitzen, mit der wir oftmals Wortgefechte führen und dann andere verletzen, enttäuschen und sogar mundtot machen können. Wir haben viele Worte, das stimmt schon. Aber das wichtigste Wort von allem, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nichts anderes als Zuspruch, Ermutigung, Trost, Hoffnung, Wertschätzung, Anerkennung. Hier in Rom hat Luther all das nicht gefunden. Aber Rom war für ihn wie so ein Umweg. Und er kam über diesen Besuch, über diese leidenschaftliche Suche auf den Weg, der ihn letzten Endes zu einem neuen Menschen macht. Zu einem befreiten Menschen. Zu einem Menschen mit tiefem Frieden im Herzen. Ja, so dass er Berge versetzen konnte, oder? Dass er den Mut hatte, sich gegen Mächtige und Gewaltige aufzustellen und gegen sie zu reden. Denn er wusste, nichts und niemand kann ihn scheiden von der Liebe Gottes. Wissen Sie, man nennt diese Stadt Rom ja die sogenannte ewige Stadt. Aber in Anbetracht der vielen Ruinen, die wir hier sehen, überall, da wird einem dann doch auch klar, wie brüchig diese menschliche Ewigkeit ist. Wie brüchig das ist, was auf Menschenhänden basiert, was mit Menschenkräften aufgebaut wird und was nur aus Menschenmöglichem besteht. Aber so kann dieses Rom vielleicht zu einem ewigen Denkmal werden, gerade mit den vielen Ruinen und Steinen. Damit wir uns bewusst werden, die Mächtigen kommen und gehen, aber unser Gott, der kommt in Christus zu uns, jeden Tag neu. Und wissen Sie was? Dieser Christus verspricht, bei uns zu bleiben, bis an das Ende der Welt. Amen. Yeah.
Ich lade Sie ein, wenn Sie Probleme haben, ganz egal welcher Art, finanzielle Sorgen, private Sorgen, familiäre Sorgen, schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen. Lassen Sie auf der einen Seite viele andere Menschen, die das auf der Homepage lesen, mitbeten für Sie und lassen Sie sich von uns helfen. Wir nehmen uns gerne Zeit, um für Sie zu beten. Und nun möchten wir miteinander und füreinander beten. Heiliger Gott, sei über mir, um mich zu behüten. Heiliger Gott, sei vor mir, um mir den rechten Weg zu zeigen. Vater im Himmel, sei neben mir, um mich zu beschützen, gegen Gefahren von links und von rechts. Vater im Himmel, sei hinter mir, um mich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Guter Gott, sei unter mir, um mich aufzufangen, wenn ich falle. Vater im Himmel, sei in mir, um mich zu trösten, wenn ich traurig bin. Und wir wollen weiterbeten mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie auf Ihrem Weg getrost und ohne Sorgen und ermutigt mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank, dass Sie uns begleitet haben nach Rom und dass Sie mit uns diesen Gottesdienst gefeiert haben. Wir haben für Sie Folgendes vorbereitet. Die ganzen Predigten über Martin Luther erscheinen in einem Predigt-Booklet mit vielen Bildern und weiterem Zusatzmaterial. Das möchten wir Ihnen gerne schenken, wenn Sie die Predigt noch einmal nachlesen wollen und das Thema vertiefen möchten. Melden Sie sich bei uns. Und Sie erhalten von uns einen kleinen Denkzettel. 4 kleine Kärtchen mit wunderbaren, ermutigenden Zitaten des Reformators Martin Luther. Wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Nur mit Ihrer finanziellen Hilfe können wir diese Fernsehgottesdienste ausstrahlen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auf unserer Homepage finden Sie die Möglichkeiten, wie Sie uns spenden können. Dort können Sie auch unseren monatlichen Newsletter abonnieren. So können wir miteinander in Verbindung bleiben. Ich freue mich, wenn wir uns in Bälde wiedersehen. Bis dahin seien Sie von Gott behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.